Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auf Digitaler Donaldist Netzwerk, unser Kanal, der den Wahlkampf von POTUS, President of the United States, Donald John Trump begleitet. Wohlwollend, wie ich hier dazu bemerken möchte. Und da es mal wieder um die Öffentlich-Rechtlichen geht, die uns hier unsere sauer verdiente Kohle abpressen, ja, gnadenlos, wollen wir dann aber auch, da wird man schon noch darauf hinweisen dürfen, was hier so reinläuft pro Sekunde. Und damit wir auch seit Beginn der Sendung haben, haben wir es jetzt zurückgestellt und auf geht's. Hier unser Logo, das ist Donaldist Netzwerk. Digitaler Donaldist natürlich. Ja, um was geht's? Das Narrativ, Real Donald Trump führt einen Krieg gegen Demonstranten, um aus einem Umfragetief rauszukommen. Ja, schauen wir mal, was das ZDF, der Herr Andreas Wunn, hier so von sich gibt, beziehungsweise seine Korrespondenten. Jackett und Hemd sind okay. Es ist ein Klischee, vielfach von Hollywood verfilmt. Ein US-Präsident zettelt irgendwo auf der Welt einen Krieg an, um wiedergewählt zu werden. US-Präsident Trump scheint Gefallen an so einem Drehbuch gefunden zu haben, nur dass er den Krieg im eigenen Land führt. In Portland, US-Bundesstaat Oregon zum Beispiel. Dort demonstrieren Menschen seit Wochen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Nicht immer, aber meist friedlich. Demonstrieren, ja, nur mal im Hinterkopf behalten. Und nicht immer, aber meist friedlich. Und der US-Präsident schickt Sicherheitskräfte des Bundes gegen den Willen des Bürgermeisters. Abend für Abend Provokation in beide Richtungen am Gerichtsgebäude, das die Bundespolizisten schützen soll. Ein Kulturkampf auf Portland-Straßen. Die Polizisten verschiedener Bundesbehörden gegen... Ihr müsst euch nur anschauen, was hier gezeigt wird. Ja, also hier werden vor allem martialisch aussehende Polizisten gezeigt. Demonstranten, die Trump Anarchisten nennt. Er inszeniert sich als Mann für Recht und Ordnung, als Vertreter sogenannter braver Bürger. Ein weiterer Abend, wieder die Frontlinie entlang des Zauns. Einzelne Demonstranten provozieren, das hat Horizont wunderbar hier zusammengestellt, das Video. Also nicht zusammengestellt, sondern diese Einblendungen, diese Untertitel sind von Horizont auf Twitter. Die anderen tragen das mit. Zu wütend sind sie allesamt, dass die Bundespolizisten noch da sind. Auch sie, die Mütter, die inzwischen die Aktivisten unterstützen. Das ist ihre Art zu protestieren. Sie provozieren auch nicht, denn die Bundespolizisten kommen raus, egal was hier passiert. In 98 Tagen wird gewählt. Trump hat sein Wahlkampfthema gefunden, um aus dem Umfragetief herauszukommen. Ein Kampf gegen Demonstranten in den von Demokraten regierten Städten der USA. Ein Kampf gegen Demonstranten. Also wieder Demonstranten, Demonstranten, meist friedlich. Wenige provozieren. Schauen wir mal an, was so andere hier twittern. Wie es denn auch diese Bilder gibt es, aber die zeigen die Öffentlich-Rechtlichen nicht. Also so geht man heutzutage zur Demonstration mit Skibrille, mit Helm und teilweise auch Schildern und sonstigen irgendwelchen Gegenständen, Wurfgegenständen oder Schilden, Westen habe ich gesehen, Schutzwesten. Da sieht man übrigens auch überall diese grünen und andersfarbigen Blitze, das sind Laserpointer, da komme ich gleich noch dazu. Das wird übrigens von den Öffentlich-Rechtlichen auch nicht erwähnt. Ja. Also so geht man dann zur Demo. Andreas Alaschka auf Twitter hat es ganz gut formuliert. Die kommen mit Schilden, Helmen und Gerät wie Ritter in die Schlacht. Warum heißen die Gewalttäter in Portland in vielen Medien immer noch Demonstranten? Ja, bitteschön. Schaut euch an, wie die ausgerüstet sind, die Jungs. Und Mädels ja auch. Hier,
Also relativ bepackt und wie gesagt ausgestattet. So muss man sich Demonstranten vorstellen, wenn man zumindest sich den öffentlich-rechtlichen Staatsfunk zu Gemüte führt. Hier Skibrillen gegen das Tränengas und so weiter. Also wenn ich jetzt die einfach mal so sehen würde, in einem, ohne jetzt einen Zusammenhang oder eine Situation wie diese hier, sondern einfach so rumstimmen, würde ich sagen, okay, die bereiten sich irgendwie auf den Krieg vor. Ja, jedenfalls friedlich ist irgendwie anders. Okay. Ich gebe zu, es gibt auch andere Bilder von großen Ansammlungen, die erstmal scheinbar friedlich erscheinen oder aussehen. Und das gibt es ganz bestimmt. Ja? Ich behaupte hier nicht, dass jetzt dort hier Bürgerkrieg nur noch stattfindet und die ganze Stadt praktisch sich da in allen Straßen, sich die Leute da irgendwie bekämpfen. Aber zu sagen, meist friedlich und Demonstranten, finde ich dann schon ein bisschen gewagt. An der Stelle schon arg dünnes Eis, auf das sich die Öffentlich-Rechtlichen da begeben. Und zum Beispiel mit diesen Laserpointern, das sind Hochleistungsdinger. Bundesbeamte sind wahrscheinlich dauerhaft blind durch Portland Demonstranten oder Protester oder Mob oder was, Laser von Demonstranten. Ja, hier ist der Artikel dazu. Drei Bundesagenten, die nach Portland geschickt wurden und die geholfen haben, die Stadt wieder zu beruhigen, sozusagen, die Proteste, die Gewalttätigen, sind wahrscheinlich permanent erblindet durch die Laserpointer. Also das wird dann wiederum nicht gemeldet. Ja? Hier sieht man diese Laserpointer. Ja, hier. Und da kannst du wenig machen als Polizist. Ja? Wenn es dich dann erwischt, kannst du wenig machen. So eine Schutzbrille kannst du aufsetzen, aber du siehst selber nichts mehr. Also nur mal so, wie die Medien hier arbeiten, noch mal ganz kurz. Es ist ein Klischee, vielfach von Hollywood verfilmt. Ein US-Präsident zettelt irgendwo auf der Welt einen Krieg an, um wiedergewählt zu werden. US-Präsident Trump scheint Gefallen an so einem Drehbuch gefunden zu haben, nur dass er den Krieg im eigenen Land führt. In Portland, US-Bundesstaat. Krieg im eigenen Land. In diesem Sinne, bitte das digitale Donaldist-Netzwerk abonnieren, liken, teilen, kommentieren und wenn euch unsere Arbeit gefällt, PayPal und Bitcoin in der Beschreibung. Ich danke euch und bis demnächst. Langsam wird es eng, liebes ZDF und überhaupt liebe Medien, langsam wird es eng. Ja? Und die Sache kippt. Ganz langsam, aber sie kippt. Ja? Da lege ich mich mal fest.